Bis jetzt habe ich immer mit Kohle geschmiedet, mit eher schlechten Erfahrungen. Deshalb zeige ich euch heute den Bau eines Gasbrenners sowie der Schmiedeesse. Alle Teile, die später heiß werden oder verschweißt werden müssen, habe ich mit HCl entzinkt und dann natürlich neutralisiert. Alles, was außerhalb des Brennerrohres ist, muss dicht verschraubt oder verschweißt sein. Die regelbare Luftklappe ist eigentlich nicht zwingend notwendig. Ich verwende eine 0,8 mm Stromdüse, wie bei meiner Trockenzelle. Weil ich keinen von links auf rechts gewinde Adapter fand, verwende ich einfach eine Schlauchthülle. Der Gasregler geht von 0,4 bis 5 bar, der ist relativ teuer, aber leider unbedingt notwendig. Das sind Feuerleuchtsteine, die sind bis 1460 Grad beständig. We'll be right back.
Der Deckel besteht aus einem Stopfen aus Feuerleichtstein, eingelassen in eine Ütungplatte nur zur zusätzlichen Isolation. Das hier ist Feuerleichtsteinkleber, der hält bis ungefähr 1600 Grad und schützt hoffentlich auch gegen die Boraxdämpfe. Wer auf Borax verzichten kann, der braucht ihn nicht. Um flüssiges Borax und Schlacke aufzufangen, kommt bei mir noch dieser Schamottstein als Unterlage hinein. Ich möchte nämlich versuchen, ein Damastmesser selber zu schmieden, wofür Borax notwendig ist. Danke fürs Anschauen, über ein Like oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ich verlinke euch jetzt noch den Schmiedehammer und damit bis zum nächsten Mal.